So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer kleinen weiteren Minecraft Adventure Map. Mit mir. Ganz alleine. Wir spielen heute die Map von. Warte, lässt mich nachgucken. Wir machen so wie früher. Morse und Dr. Penai. Das war scheinbar eine Map für mich und Mordado, aber steht dabei, man kann sie auch alleine spielen. Und weil ich gerade alleine bin, spiele ich sie einfach mal alleine. Informationen haben wir in der einen Kiste und Regeln haben wir in der anderen Kiste. Sehr schöne Bücher übrigens, muss ich sagen, bisher. Gefällt mir schon mal. Eine Reise, Version 2, Map bei Morse und Dr. Penai. Hallo, schön, dass ihr unsere Map spielt, oder du. Dies ist Part 1 der Geschichte. Ohne weitere Hinweise werdet ihr euch gleichzeitig ins Geschehen stürzen und die Story mit der Zeit selbst herausfinden. Ursprünglich ist Part 1 nur für eine Person gedacht, aber funktioniert mit zwei Spielern natürlich genauso gut. Bei mehreren Spielern bleibt ihr bitte zusammen. Spielrelevante Personen werden euch wie eine Person handeln, die Bücher werden in Default Texture Pad formatiert. Wenn andere TPs verwendet werden, kann es sein, dass die Bücher komisch aussehen. Wir bitten dies zu entschuldigen. Wir wünschen viel Spaß. Auf 1.8 geupdatet. Ich spiele auch auf der 1.8. Keine Blöcke setzt ab und bla bla bla. Schalter auf Goldblöcke. Okay. Gesetzte Sachen nicht wieder abbauen. Spielrelevante Charaktere nur töten, wenn notwendig. Okay. Dann beginnen wir mal unser mordlustiges Abenteuer. In unserem Zimmer, scheinbar. Sieht zumindest aus, als wäre es unser Zimmer. Guten Morgen, Welt. Komm her. Ich glaube, die Map habe ich schon mal mit Mordado gespielt. Und da ist irgendwas ultra schief gegangen. Aber ich schauen wir mal, ob es im Singleplayer nochmal geht. Weil ich die Aussicht draußen an mich gerade an was erinnert. An ein paar kleine Fehler. Eingangstor öffnen. Da fehlt Redstone. Die Schaltung ist kaputt. Sagt es auch. Ist nicht so gut. Ich mach mal kurz. Warte, klick. Bisschen leiser, so. Dann brauchen wir irgendwoher Redstone in unserem Haus. Soll das Gemälde so kaputt aussehen? Der Shader flackert hier auch ein bisschen. Keine Ahnung, was hier gerade los ist, aber egal. Es ist übrigens sehr schön, dass ich mir das... Oh, Pökelfleisch. Füllt den Magen. Ja, das nehme ich gerne mit. Sehr schön, dass ich mir so ein bisschen kleine Schneidereien jetzt angewöhnt habe in Videos. Einfach, dass ich so Sachen wegschneide, die mir selber für mich unangenehm sind und so. Warte. Hier unten war? Eingangstor öffnen. Ach so, aber nicht die Haustür, sondern das Eingangstor. Das ist das hier. Ach so, dann suchen wir natürlich nach Redstone. Scheinbar nicht in unserem Haus. Na, schauen wir doch in die Mine. Wo würde man sonst nach Redstone gucken? Ich glaube, das hat uns mich und Maulado beim letzten Mal schon sehr verwirrt. So. Dann gehen wir hier runter. Brief an Ottilie. Habe ich die Map hochgeladen? Nee, ich glaube nicht. Schreibt es mir sonst in die Kommentare, wenn ich irgendwas Dummes hier gerade tue. Meine allerliebste Ottilie, ich schreibe dir immer noch Briefe, obwohl ich weiß, dass du diese wahrscheinlich nicht lesen wirst. Ja, passt schon. Jedoch blüht immer noch ein Fünkchen Hoffnung in mir, das mir sagt, ich soll nicht aufgeben, um dich zu kämpfen. Heute ist ein schöner Tag. Ich wurde recht früh von Vogelgesang der Alpenröhrliche geweckt und die Sonnenstrahlen, die auf meinen Kissen fielen, kitzelten meine Nase. Gottes Willen, wie drückt er sich denn aus? Ich frühstücke, so wie ihr, immer eine Scheibe Schwarzbrot mit Sonnenblumenaufstrich und trank selbstgepressten Orangensaft mit den Orangen von dem Baum, den wir damals zusammen gepflanzt haben. Erinnerst du dich, wie wir das zarte Bäumlein in die Erde verfrachteten? Es ist ein großer Baum geworden. Ich komme nicht einmal mehr mit den Armen um ihn herum. Danach war ich in der Mine. Jemand muss ja schließlich das Eisen abbauen, das noch zuhauf dort unten liegt. Dort habe ich auch einen tollen Platz für den Ersatzschlüssel gefunden. Ich zeige ihn dir, falls du wiederkommst. In Liebe, Opa Olaf. Rip. Rip, Opa Olaf. So, das ist eine gebrauchte Minenspitzhacke. Ich nehme die mal mit. Keine Ahnung, ob ich was abbauen mache. Und Schwert. Altes Steinschwert, besonders gut im Nahkampf. Ja, was haben Schwerter so an sich? Ach, die Fantasy Life war echt coole Zeit. Habe ich echt gerne gespielt. Das habe ich, glaube ich, zu Aura-Zeiten gespielt. Da habe ich, glaube ich, ein Video zu in Aura. Also, habe ich in Aura erwähnt. Aua. Da ist nur Beleuchtung im Boden versteckt. Okay. Muss ich in die Schlucht runter? Nee, hier ist nur unsichtbare Wand. Okay. Hier sind Ranken, damit ich wieder hochkomme. Ist einfach ein kleines Jumpen ran. Hui! Oh, ist aber ein schwer. Ist aber ganz schön weiter Sprung. Egal, das schaffen wir schon irgendwie. Wenn nicht wir, wer sonst? Na, seht ihr. So.
Oh. Gibt's hier Redstone? Eklige Spinnenweben. Kiste des Magi. Oh, hi. Merl. Merl will 18 Wolle. Und gibt mir dafür ein Emerald. Und für 3 Emerald gibt er mir eine Schere. Also muss ich ihm Wolle geben, damit ich mir eine Schere kaufen kann? Ich weiß ja nicht, Merl. Das erscheint mir nicht so sinnvoll. Okay, was haben wir denn hier? Wir haben hier einige Richtungen. Ich gehe mal hier runter. So. Hier ist ja nochmal ein Weg nach unten. Wer kriecht da den Gang entlang? Was willst du hier? Willst du mich ausrauben? Dich schickt der Magier? Ich hab das etwas, was ihm gehört, aber so kommst du nur über meine Leiche. Aber du, kleiner Wicht, wirst es nicht wagen, mich zu schlagen. Ich hab dich schon getötet. Erfolgreich. Hast du vielleicht einen Halt... Oh, Schalter. Stab der Weisheit. Rotes Elektropulver, ideal für elektronische Schaltungen. Okay. Wir haben den Bösewicht hier unten gefunden, nachdem wir durch dieses Kellerlabyrinth gekommen sind. Der Magier hat uns allerdings nichts gesagt. Nie. Der Magier hat kein Wort mit uns gesprochen. Ich glaube, da ist ein Fehler in der Map. Der hätte sagen sollen, ey, Digga, da unten ist eine böse Bestie. Kannst du mir mal da runter gucken und die ausschalten? Die hat meinen Zauberstab geklaut. Aber, ja, letztendlich war ja da kein Magier. Und ich würde sagen, wir sehen uns oben wieder. Huch, wo bin ich denn hier gelandet? Das ist eine Druckplatte, aber die reagiert nicht. Okay. Und da geht's wieder wahrscheinlich in die Mine rein. Oh, ich glaube, ich muss sterben. Wieso macht die Druckplatte kein Geräusch bei mir? Macht keinen Klack. Ja, wäre schön, wenn es hier aufgehen würde. Okay. Ist das gewollt, dass man hier nicht rauskommt? Mapersteller schreibt mir dann, was eigentlich hier geplant war, weil... Ja, ich komme da nicht raus. Ach, das ist ein Spawnpunkt. Das ist ja nett. Gut, man kann da hochspringen. Gut. Dann suche ich weiter nach Magier. Ah, ich habe den Raubturm wieder gefunden. Oh, er ist unsichtbar. Dann nehme ich den zum Kämpfen her, den Stab der Weisheit. Danke, Mr. Magier. So, hier nach draußen komme ich ja ganz einfach. Einfach da hoch. Ich habe keine Ahnung, was hier los ist. Vielleicht sollte der Magier... Vielleicht sollte das Tor da aufgehen, wo ich war oder so. Muss es ja eigentlich. Stimmt, ich bin ja hier eingesperrt. Die Mine stürzt einem hier hinter einem ein. Ich glaube, das haben wir gar nicht mitbekommen. Wisst ihr was, wir graben uns einfach raus, weil ich komplett verwirrt bin. So wie beim letzten Mal mit Maudado. Zack. So. Ich glaube, das hier sollte offen sein, einfach nachdem man fertig ist. Aber es ist nicht passiert, genau wie der Magier hätte sprechen sollen. Und genau wie ein Eingang zu meinem Haus hätte da sein sollen. Wie komme ich in meinem Haus selber rein überhaupt? Brauche ich hier außen einen Knopf? Oder gibt es einen geheimen Eingang zu meinem Haus? Guck gerade so. Es sieht nicht aus, als wäre es hier so geheimnisvoll, dass man irgendwie reinkommt. Ich mache aber kurz mal weiter mit Game Breaking und schau mal, ob ich irgendwie vom Dach her oder so ins Haus reinkommen würde. Nee. Okay. Ja, alles recht merkwürdig bei der Map, genau wie beim letzten Mal. Okay, das ist ja schön. Dann gehen wir einfach durchs Fenster rein mit unserem Machtstab. Und link unten das Redstone hin. So. Zack. Eingangstor öffnen. So, jetzt sollte vorne das große Eisentor offen sein. Ja, das hat funktioniert. Okay. Schön. Jetzt sind wir in einem riesigen Abschnitt, wo ich keinen Plan mehr habe, was abgeht. Und die Polyputsch-Musik ist echt sehr leise. So. Da ist ein Haus, aber da ist zu. Okay. Aua. Ich spiele übrigens, habe ich gesagt, ich spiele auf der 1.8. Also daran kann es nicht liegen, dass es irgendwie rumbackt oder so. Ich spiele nämlich auf der entsprechenden Version. Auf der 1.8.9 spiele ich mit Optifine. Wartungsschacht, kein Eingang. Okay, es sieht aus, als wäre es hier ein Jump Run. Nee. Ein bisschen zu einfach für ein Jump Run. Okay. Ist da was drin oder hier? Nope.
Und da ist der Minentunnel. Okay, der funktioniert sowieso nicht. Müssen wir uns wahrscheinlich hier ein bisschen umgucken, bis wir eine Kiste finden oder so. Da ist das Licht einfach nur im Wasser, okay. Eine Lichtquelle. Im Baum? Würde ich was im Baum verstecken, wenn ich ein Map erstelle? Die Tür ist offen! Okay, irgendwas stimmt hier echt ganz und gar nicht. Hallo du, komm heran, ich habe dich erwartet. Keine Angst, ich tue dir nichts. Mein Name ist Hertha. Ich sehe, du bist verzweifelt. Du kommst nicht weiter, drehst dich im Kreis. Doch um voranzuschreiten, muss man manchmal zurückblicken. Hier, nimm den Kräutertrank aus der Kiste bei meinem Bett. Dann lege dich schlafen und deine Traumreise wird beginnen. Okay, magischer Schlaftrunk. Ich schlafe. Was? Nimm den Trank. Dann will ich ihn nehmen. Was passiert? Ich werfe ihn einfach in die Ecke vom Raum und krieg nicht die gesamte Erfahrung. Ich glaube, ich hätte ein Level kriegen sollen, nämlich. Game Mode 1. Ja, ich werde schon wieder XP. Wie heißt das Ding denn? Ist der hier dabei? Nee. Soll ich hier so einen Erfahrungstrank raussuchen aus den 1000 Minecraft-Items? Oh, ich kann mir einen Steve-Kopf mitnehmen. Wenn ich schon dabei bin. Bottle of Enchanting. Zack. Ja, ein Level hat gereicht. Ja, gut. Wenn man mir gesagt hätte, dass es ein Erfahrungstrank ist, hätte ich den auch nicht geworfen. Okay, die Kiste hier ist leer. Ich bin wieder in meinem Zimmer, aber die Mine ist weg. Okay. Das ist recht merkwürdig. So, ich habe jetzt einen neuen Steve-Kopf. Den von Zigzag. Hi. Okay. So, dann schauen wir mal. Ach, meine Haustür bleibt auch diesmal offen. Ist ja nett. So, wie sieht es im Keller aus? Da ist auch noch alles repariert. Oh Gott, laut. Ja, das ist das Schlechte bei einer YouTube-Playlist, weil die Lieder nicht abgemischt sind. So. Und jetzt... Ah, guck mal, der Bahnhof funktioniert noch und hier ist auch noch alles ganz. Das ist irgendwann wesentlich früher. Vorratsraum. Gehen wir erstmal wieder zur Hexe. Utensilien. Okay. Tischdecken. Edle Tischdecken. Baguette. Okay, nehmen wir mal mit. Kartoffeln. Feuchttuch, Kerzen, Möhren, Hadumöhrchen, Anspielungen, Essen, vollgekochtes Essen, eher gesagt, Rechnungen, Süß und Geschirr, Becher, Schüssel, Teller, Süß. Ah, Wilhelm der Wirt, hallo, willkommen in meinem Wirtshaus, wir haben alles, was dein Herz begehrt, außer Fisch. Aber du könntest mir einen ganz normalen Fisch angeln. Im Vorratsraum findest du alles, was du brauchst. Ich werde dich auch entsprechend belohnen. Leg den Fisch dann einfach in den Ofen. Okay. It's a me, Kochio. Dann angeln wir mal einen Fischi. Weil wir haben ja nichts Besseres in unserem Leben zu tun, als in Minecraft einen Fisch zu angeln für einen Wilhelm-Koch. So. Das ging erstaunlich schnell. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich hätte jetzt erwartet, dass ich irgendwie 3 Minuten rumstehe und nervös versuche, irgendwas zu reden. Fisch. Wo ist meine Belohnung? Ich habe den Fisch in den Ofen gelegt. Ah, vielen lieben Dank. Hier, nimm dir aus meinem Tresor, was du brauchst. Ah, sein Tresor. Oh, Rüstung. Cool. Und eine Münze, eine antike Münze. Nice. Sind wir ja schon mal gut gewappnet. Tresor des Wirts. Gut, haben wir gut gemacht. Jetzt kommt natürlich wieder Polybridge danach. Wollen mich doch mobben hier mit der Musik. Wie steht's hier beim Bahnhof? Da ist niemand da. Ne, darf nicht in die Hände von unten. Ich nehme einfach mal. Psst.
Backfisch und der Schlüssel vom Bahnhof. Sicher aufbewahren, darf nicht in die Hände. Universalschlüssel für den Bahnhof. Hier darf ich nicht rein in der Vergangenheit, weil da kein Goldblock ist. So, dann gibt es noch ein drittes Haus. Da können wir noch reingucken. Und schauen, ob da vielleicht noch eine gute Waffe für uns drin ist, weil das fehlt uns noch. Ich möchte übrigens gerade mal mit dem Tar so ein bisschen lernen. Hertha, die Hexe. Du hast also gefunden, was du suchst. Nun kehre in die Vergangenheit. Jedoch gibt es etwas, was ich brauche. Eine Münze. Wenn du mir diese bringst und auf einen kleinen Zauberteppich legst, lasse ich dich aus diesem Traum frei. Münze. Habe ich gemacht. Vielen Dank, das hilft mir sehr. Nun wach auf. Ach, jetzt sehe ich dich auch mal in der Vergangenheit. Da stehst du also rum. Okay. So, ach, hier ist mittlerweile Nacht geworden. Aber wir haben den Schlüssel aus der Vergangenheit geklaut. Deswegen der Bahnhof wahrscheinlich schließen musste. Oder aus der Traumwelt geklont. Ihr habt den ersten Teil geschafft. Ja. Ende. War sehr schön. Bis auf die ganzen Sachen, die nicht funktioniert haben und unsichtbar waren. Das ist das Ende von dem ersten Part. Die Reise. Wir freuen uns über Feedback und die Auskunft, ob ihr einen zweiten Teil wollt. Morse und Penai. Ich würde es ja gerne einen zweiten Teil spielen. Für mich einfach wieder. Würde ich dann einfach weiterspielen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Liegt wahrscheinlich zum Teil daran, dass ich die Map ewig nicht gespielt habe, dass sie so verpackt ist. Aber wenn, dann schaut einfach mal vielleicht hier in den Kommentaren oder so, ob ihr ein paar Tester holen wollt. Nicht, dass es wieder so passiert wie hier, weil irgendwie kam es mir vor, als hätten so 4-5 Sachen nicht funktioniert. Und das hat das Ganze so ein bisschen, naja, komisch wirken lassen. So, dann gehe ich in Game-Mode. Dann hole ich mir TNT. Und ein Flinty. Zack. Und dann gebe ich der Map ein C, weil so viele Sachen kaputt waren. Ansonsten wäre es so ein B oder so geworden, weil die Map ein bisschen kurz war. Aber das Ganze, was nicht funktioniert hat, hat einiges zerstört. Aber ansonsten war es echt eine schöne Map und ich würde gerne einen zweiten Teil davon spielen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Explosionen machen keinen Sound. Habe ich irgendwas aus? Ah, ich habe Blöcke aus. Itche dumm. Haha. So. Warte. Ja, ohne Explosionssounds können wir doch hier nicht. So, hier nochmal ein bisschen Animal Crossing Musik und zack. So, würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, ihr habt Spaß beim Zusehen. Bis dann, euer Zimbelmann.